Weiter geht's mit der Einrichtung von Linux Mint. Als nächstes werde ich KeePass installieren. Das ist nicht ganz richtig, denn für Linux gibt es eine Spezialversion. Die nennt sich KeePass XC. Das Schöne ist, das Video wird relativ kurz werden, weil das Ganze fast noch unkomplizierter ist als auf Windows und es gar nicht so viel zu beachten gibt. Trotzdem werde ich das Video nutzen, um dich durch ein paar Einstellungen in KeePass XC zu führen. Einer der großen Vorteile bei Linux oder bei Ubuntu oder halt hier Linux Mint ist die Paketverwaltung. Die funktioniert ähnlich wie das, was du schon von deinem Smartphone kennst. Entweder hast du den App Store von Apple oder den Play Store von Google. Im Umkehrschluss heißt das, es gibt eine Quelle, wo ich meine ganzen Anwendungen finde und installieren kann. Das erhöht zum einen auch die Sicherheit, da ich nicht auf irgendwelche dubiosen Websites gehen muss, um mir Software herunterzuladen. Um jetzt also KeePass zu installieren, gehe ich auf die Anwendungsverwaltung. Klingt ein bisschen wie ein beamtendeutsches Wort, naja. Hier suche ich dann nach KeePass, aber interessant ist für mich dann tatsächlich der Eintrag, der einfach nur KeePass XC lautet. Hier kann ich dann einfach auf Installieren klicken und warten, bis die Installation abgeschlossen ist. Nach Abschluss der Installation starte ich KeePass einmal. Ich bekomme hier die Versionsnummer angezeigt und kann jetzt eine neue Datenbank erstellen oder eine existierende öffnen. Natürlich habe ich schon eine Datenbank, ich komme ja von meinem Windows-PC, aber um hier ein bisschen was zeigen zu können, würde ich einfach mal eine neue erstellen. Ich lege also eine KDBX-Datei an, die ich dann zum Beispiel unter Downloads speichern kann. Wenn du jetzt anfängst, gerade einen Passwortmanager zu benutzen, mach dir gleich mal Gedanken, wie du diese Datei synchronisieren bzw. sichern kannst. Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal die Optionen durch. Ich habe da ein bisschen was ändern müssen, das ist aber so ein bisschen Geschmackssache und kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Beim Autotype ist mir wichtig, dass nur das als Autotype gewertet wird, was ich angebe. Also wenn ich den Fenstertitel angebe, soll er sich auch darauf beschränken. Im Standard macht er das eben nicht, sondern versucht automatisch die Einträge mit dem Fenstertitel zu kombinieren. Das betrifft diese zwei ersten Einstellungen, die man hier unter Autotype findet. Die nehme ich mal raus. Hier gibt es noch so eine Art Sicherheitseinstellung, die nennt sich immer vor einem Autotype fragen. Das heißt, wenn ich meine Tastenkombination drücke, fragt er nochmal ab, ob er jetzt wirklich das Passwort eingeben soll. Das ist zwar eine nette Idee, um versehentliche Passworteingaben zu vermeiden, das kalkuliert aber, glaube ich, den menschlichen Faktor nicht ein, der dann einfach trotzdem immer auf Enter drückt und sich das so angewöhnt, naja, dass die Sicherheit da auch ein bisschen obsolet ist. Deshalb nehme ich das auch raus. Natürlich setze ich mir auch eine globale Tastenkombination für Autotype, so wie ich es halt auch schon bei meinem Windows-PC hatte. Den Rest lasse ich so, wie es ist. Kommen wir mal zu den Grundeinstellungen. Und da habe ich gar nichts zu meckern. Die Einstellungen, finde ich, sind perfekt gesetzt. Wichtig finde ich ja auch zum Beispiel den Punkt, automatisch nach jeder Änderung speichern. Es wird sehr ärgerlich sein, wenn du dir deine Passwörter generierst und vergisst zu speichern. Oder der PC zum Beispiel abstürzt, genau dann, wenn du nicht auf Speichern gedrückt hast. Mit diesem Haken ist sichergestellt, dass jede Änderung ganz sicher auch gespeichert wird. Bei der Sicherheit kenne ich es noch so von Windows, dass wenn man sich das Passwort anzeigen lässt, eine doppelte Eingabe nicht erforderlich ist. Ja, bin ich so gewohnt, den Haken setze ich jetzt hier einfach. Auch ganz witzig hier unten für den Datenschutz, er kann DuckDuckGo wie so eine Art Proxy benutzen, um sich Website-Icons herunterzuladen. Nutze ich natürlich auch, wenn es die Option schon gibt. Warum nicht? Was hat es mit der Browser-Integration auf sich? Ja, ich weiß nicht genau, woher das kommt, ob das schon immer drin war oder ob das nachgerüstet wurde. Fakt ist jedenfalls, dass es viele Passwortmanager gibt, die auf ein Browser-Plugin vertrauen. Wer möchte, kann sich das jetzt mit KeePass XC auch nachrüsten. Ich persönlich brauche das nicht oder habe das noch nicht gebraucht. Ich habe immer Autotype benutzt und habe dieses Feature einfach bisher nicht für nötig gehalten. Prinzipiell funktioniert das Ganze so, dass ich im Browser ein Add-on installiere, das sich wiederum mit KeePass XC, mit der offenen Datenbank, verbindet. Und diese Kombination ermöglicht es eben, dass Passwörter automatisch ohne Autotype eingegeben werden können. Nette Sache, kann man machen. Ja, ich benutze es halt einfach nicht. Ich würde sagen, damit wir ein bisschen was sehen hier, würde ich einfach mal einen Eintrag anlegen. Ich gebe einfach hier mein Linux Mint Passwort einmal ein, also das ist tatsächlich das echte, das ich hier benutze, und würde mal eine Eingabe in der Shell automatisieren, beziehungsweise im Terminal.
Ich muss mich ein bisschen umgewöhnen. Ich habe jetzt auf der linken Seite die ganzen Einträge, die waren vorher als Tabs angeordnet, aber auch hier gibt es natürlich den Eintrag Autotype. Jetzt habe ich ein Terminal geöffnet und würde einfach mal sudo -i eingeben. Und zack, da fragt er mich jetzt nach meinem Passwort. Hier würde ich jetzt gerne die Eingabe automatisieren. Bisschen ungewohnt finde ich hier, dass man unten auf Plus klicken muss, um jetzt einen zusätzlichen Eintrag für einen Fenstertitel hinzuzufügen. Beim Fenstertitel kann ich dann das Dropdown-Menü auswählen und sehe ganz unten, ja, meinen Titel des Terminals. Der letzte Teil, also diese tilde/config, die sagt mir eigentlich nur, in welchem Ordner ich stehe. Da ich ja diesen Autotype-Eintrag aber nicht nur dann aktiv haben will, wenn ich in einem bestimmten Ordner stehe, lösche ich das weg und ersetze das Ganze mit einer Wildcard. Jetzt muss ich mir noch überlegen, was ich eigentlich eingeben will. Im Standard würde er sagen, Benutzername, Tab, Passwort und dann Enter. Genau das will ich ja jetzt nicht. Ich werde nur nach dem Passwort gefragt. Entsprechend sollte ich jetzt nur das Passwort eingeben und dann Enter drücken. Das bestätige ich jetzt mit OK und ich probiere gleich mal aus, ob es auch so funktioniert. Eine andere Sache, die vielleicht jetzt bei KeePass XC im Vergleich zum Windows KeePass noch zu erwähnen ist, KeePass XC unterstützt von Haus aus OTP bzw. TOTP, also One-Time Passwords. Hier muss ich kein Plugin installieren, das funktioniert out of the box. Das finde ich sehr schön. Damit habe ich jetzt auch meinen Passwortmanager bei Linux Mint am Start. Das nächste Video wird sich um das Thema Backup drehen. Auf das Video bin ich selber schon gespannt, weil ich mir erst noch eine Backup-Lösung ausdenken muss. Auf meinem NAS-System habe ich schon WKSI im Einsatz. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das auch die richtige Lösung für Linux Mint ist. Ich synchronisiere meine Dateien eh mit Syncfing. Vielleicht nehme ich den Rechner einfach in den Sync-Verbund mit auf und muss dann lokal gar keine Backup-Software mehr installieren. Trotzdem werde ich dazu ein Video machen. Ich werde mich mal schlau machen, was es für Sicherungslösungen bei Linux Mint gibt. Wenn du das nächste Video nicht verpassen willst, freue ich mich natürlich über ein Abo.